Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands Part 56 von mir auf 94. Ich hasse es, Parts zu überziehen. Ja, den letzten Part, also das soll heißen, wir haben den letzten Part mal wieder überzogen. Oh, blau. Eine Vladov-Waffe. Ja, stellt mal die Buchstaben von Vladov um. Und dann kommt ein Mann raus, den wir alle kennen. Na okay, das ist ein V zu viel, glaube ich. Zumindest hört es sich einigermaßen gleich an. Ich denke mal, das wird schon noch hinkommen. So. Das sah doch wenigstens mal cool aus. Endlich. Nach all der Zeit, in der ich das nicht geschafft habe. So, das kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Hier ist da bestimmt irgendwo eine Waffenkiste, aber die kann mich mal dann am Popo lecken. Wohin gehe ich jetzt eigentlich gerade? Ich gehe hier gerade total... Ach nein, das wollte ich ja gar nicht markieren. Ich wollte das markieren. Okay, dann laufen wir eine Runde. Und dann gucken wir mal, was da hinten an dem Nobel ist. Also hier. Nobel, Bommel, whatever. Wie man das auch nennt. An dem zusätzlichen Weg. Nee, weißt du was? Da gehe ich nicht hin. Ich weiß nämlich, was das ist. Oder weiß ich, was das ist? Was ist das? Nee, weiß ich nicht. Hallo, war ich hier schon mal? Oh, ich will hier nicht sein. Hier sind Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Nein, das sind ja Spinnenameisen. Ganz vergessen. Ist ja ein großer, großer Unterschied. Stirb! Lol. Großer Unterschied im Namen, kleiner Unterschied in den HP. Dreh dich! Dreh dich! Drehst du dich? Danke. Selbst schuld. Ja, kommt mir nur entgegen, die Jungs hier. Oh, es ist so gut. Shotgun macht ja doch Spaß. Welches Level ist das jetzt eigentlich schon? Level 5. Sehr geil. Mehr Nachladegeschwindigkeit. So, eine teure SMG, muss ich sagen. Aber die geht für viel Geld weg, meine ich. Na toll. Waffenkiste, an die ich nicht dran komme. Kackdringen. Ich war ja gestern mit einem Schweizer auf dem Teamspeak, ne, und der hat die ganze Zeit dann irgendwas vorgelesen. Der hat sich zum Beispiel die Packung von Battlefield 3 genommen und die komplette Rückseite einfach vorgelesen. Boah, guck mal, wie wir die schon erwischt haben. Komische Dreckskönigin. Hi. Na, wer will noch? Dreh dich, dreh dich. Guter Junge. Was? Hi! Oh, wie die alle keine Chance haben! Free XP! Und jetzt einmal drüber springen, komm! Ach komm, Mann! Die haben einen zu dicken Panzer, kann ich nicht drüber springen. Aber hier, du hast keinen! So, das macht Spaß! Genau, schießt mich an und kriegt genau in dem Moment den Schuss mit. Das ist natürlich kacke. Schau mal vor, meine einzige Schwäche ist, wenn ich angreife und tot. Na. Oh. Shit happens, warum greift man überhaupt an, wenn man weiß, dass das die einzige Schwäche ist? Das ist das Dümmste überhaupt. So, mir wurde vorgeschlagen, mir einen Großmembraner zu kaufen, aber ich weiß nicht, 100 Euro, das ist... Es ist so teuer. Außerdem verdiene ich ja keinerlei Geld. Oder was ich ja auch geil fand, jemand meinte, ich soll mal irgendwann ein Gewinnspiel machen. Hör mal, wie? Ich verdiene kein Geld. Ich verdiene wirklich gar kein Geld. Ich kriege kein Taschengeld. Ich kriege nichts über YouTube oder so. Ich meine, nicht, dass ich das nicht gerne tun würde. Aber nö. Schon wieder so einer, der angreift. Ey, sag mal. Wollen wir nicht hier... Sind das zwei von denen? Meine Fresse. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Ich sehe dich nicht. Vogel, 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 bitte. Komm, bring irgendwen dazu, sich zu drehen. Danke. Ja, toll. Verwirrt hilft mir nicht. So, das ist weg. Du bist auch weg.
Damit hätten wir das, glaube ich, geklärt. Größtenteils. Jo. Gut, was sollen wir jetzt hier holen? Einen Queen-Abdomen. Ja. Aber weil ich ja weiß, was kommt, wir warten nochmal ganz kurz auf den Vogel. Okay, weiter. Oh yeah. Ich mache zum Glück ordentlich Schaden, wenn ich auf den Hintern schieße. Nur blöd, dass ich so selten treffe. Okay, die kleinen Ads lasse ich mal in Ruhe. Fuck. Ja, das hätte ich mir denken können. So, die ist down. Du bist down. Du bist gleich down. Nur keine Hektik. So. Und die immer nachladen. So, hier ist das Queen-Abdomen. Wie einer Fliege unendliche Male die Flügel auszureißen. Ja, lecker, lecker. Das ist aber übrigens nicht nett, ne? Das tut den Fliegen nicht gut. Deswegen macht das besser nicht. Ich meine, nicht, dass ich es nicht gemacht hätte, aber... Nein, ich habe aufgehört. Außer hier ist irgendwo eine Fliege in meinem Zimmer, dann ist die tot, wenn die mich nervt. Also wenn ich nichts von Fliegen mitkriege, die in meinem Zimmer sind, dann dürfen sie überleben. Ist nur blöd, wenn sie mich nerven. Also blöd für sie, ne? Denn die Lebenszeit sinkt dann drastisch. Sagen wir es so. Ich komme da bestimmt hier lang. Komm, sei ein richtiger Borderlands-Spieler. Ja. Na, fick dich. Jetzt muss ich echt eine Runde rennen. Okay, die Runde ist zum Glück nicht allzu groß. Dann kann ich wenigstens noch was erzählen. Wenn ich Stoff zum Erzählen hätte. Habe ich ja leider nicht. Dann gucken wir einfach mal, ob die Waffen nachgeladen sind. Jopp, sind sie. Gut. Jetzt wird... Ach nein, hier, das Reparaturkit wollten wir auch noch holen. So. Einmal hier lang. So, das kriegt man nämlich, indem man hier auf diese Röhre geht. Und dann einfach nur der Röhre folgt. Bis zum Ende. Bis wir wieder bei Bleeder angekommen sind. Ja. Ich sitze gerade zurückgelehnt. Und ein Tröpfchen Schweiß ist mir gerade auf den Bauch getropft. Lecker, ne? Also an alle, die es interessiert, wie meine Schweißentwicklung ist, gut, gut. Geht gut voran. So, und schon haben wir's. Jetzt gehen wir wieder runter. Auf zum Claptrap. Und dann, ja, haben wir's. Haben wir unser Inventar-Upgrade. Ich weiß nicht, ob der mir was gibt, aber ich denke nicht. Also abgesehen von dem Inventar-Upgrade. Wir wollen ja jetzt nicht zu gierig sein. Es ist eine Sünde. So, ich danke dir aufrichtig, Fremder. Ich habe mich hier draußen verirrt und bin schließlich durch die salzige Luft verrostet. Salzhaltige Luft. Dank dir kann ich mich nun auf den Heimweg machen. Hier ist eine Kleinigkeit als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, überall nur Trivialmissionen. Alter, Alter. Yo, Kollege. Sag mal, gibst du mir was? Waschmaschine. Scheint nicht so. Du haust sie nur gerne selber auf den Kopf. Oder? Nee. Der spastet nur ein bisschen rum. Jetzt... Nee, das ist da oben. Wir wollten... Nein, wir wollten das. Wir wollten nur als Freund befreien. So. Och nee, warum bin ich denn hier runter? Ich bin so doof. Hätte ich das mal später gemacht. Puh, mehr rumgelaufen. Siehst du, in solchen Momenten wünschte ich mir, ich hätte Lilith genommen. Einfach nur, um hier durchzurennen. Weil ihr Facewalk, der ist ja echt OP, denke ich mal, wenn man den gut geskillt hat.
Ich denke mal, dann geht der eine ganze Menge. Wer von euch hat Lilith gespielt? Sagt mir mal, wie lang der so am Ende geht. Der Facewalk. Ich denke mal, damit könnte man gut Strecke gut machen. Und die Abklingzeit am besten auch noch. Ich denke mal, wenn man voll auf Länge und Abklingzeit geht, dann... Hui. Geht das schon gut ab. Und dieses Knurren im Hintergrund, ne? Ich hoffe nur nicht, dass das Earls Freund ist. Ansonsten hat er echt komische Freunde. Nein, ich kenne ja die Wahrheit. Ich weiß ja, dass es Earls Freund ist. Und jetzt natürlich für euch die Frage, sagt er die Wahrheit oder trollt er nur ein wenig? Ich trolle nur ein wenig. Ein wenig. Earls Freund kann gar nicht so tiefe Töne machen. Fragt mich, da kommen mir wieder so die Ideen in den Sinn. Wer spricht den? Übrigens, ich habe mal heute nach den Teletubbies gegoogelt, weil ich wissen wollte, wer in diesen dreckigen Kostümen steckt. Meine Fresse. Es müssen ja auch Leute sein, die da drin sind. Ne? Und da gibt es ja echt Leute. Und da gibt es sogar Synchronsprecher für. Hallo? Seit wann brauchen die Teletubbies Synchronsprecher? Was geht denn? Die reden doch nicht mal wirklich. Meine Güte. Und irgendwas folgt mir. Das rieche ich. Welche Richtung? Hier weiter. Oh, warte, hier ist eine Sackgasse. Okay, da geht's da lang. Gehen wir einfach weiter. Sonst ja nicht stören, ne? Dann bringen wir als Freund mal ein paar unserer Freunde mit. Ja, ja, knallt sie alle ab von wegen. Ich knall euch gleich alle ab. Seht ihr? Guck mal. Sau nett, ne? Und wir können dem Kampf zugucken. Oder wir schmeißen einfach mal den Vogel rein. Und kriegen selber alle Kills. 3. Komm, du auch noch. Ja, der kann gut werfen. Als Freund, wo bist du? Da bist du. Hallo, als Freund. Das ist Earls Freund. Der kleine Süße. Nein, der ist unzerstörbar. Hat er den selber erlegt? Irgendwie dachte ich gerade, das wäre so ein menschliches Gesicht, so von hier. So, keine Ahnung. Okay, wir wollen mal dem kleinen Kumpel folgen. Little Body. So, wir haben den doch jetzt befreit. Was geht denn? Geht doch. Gut, jetzt wollen wir in Richtung Queen Abdomen austauschen. 13 Minuten, gut, dann muss ich, bevor ich da bin, einen Cut machen. Aber vorerst gucken wir hier, uns hier nochmal schnell um. Gucken, ob hier hinten noch was ist. So. Ja, der zweite Playthrough wird eh nur durchgerusht. Es gibt ja... Oh, hat sich doch gelohnt. Es gibt ja zwei Playthroughs, habe ich ja schon ganz, ganz oft gesagt. Und ja... Ah, da haben wir's! Ah, die super Waffen. Peng, peng, peng. 110010 Wave Blaster. Mit unendlich Munition. Regeneriert sich halt. Und mit Scope. Was total verzogen ist. Das ist ein bisschen scheiße. Aber ich kann euch ja mal zeigen, wie das abgeht. Warte. Und bam. Macht gar keinen Schaden. Jetzt wisst ihr, warum ich die hasse. So, nehmen wir unseren Angry Crux wieder in die Hand und ballern damit ein paar Käfer weg. Oh. Wieso ist der Boden so klebrig? Überall Viecher. Uhr sagt 14 Minuten. Gut, dann rennen wir nochmal schnell weiter. Nochmal ein bisschen. Ich bin ja Wookie. Nein, in Wirklichkeit ist das Earl, der sitzt nur auf dem Klo und hat übel, ganz, ganz üblen Durchfall. Fertig. Mehr ist das nicht. So, und was ich hier... Sind das hier zwei Waffenkisten? Willst du mich verarschen? Sind echt zwei Waffenkisten? Geil. So, da unten kommt das Ding rein. Und ja, was dann passiert, seht ihr im nächsten Part. Bis dann und ciao. Und dann gucke ich direkt mal, wie das aussieht mit dem Part, wann die hochgeladen werden. Bis dann.